Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Pressekonferenz nach dem Spiel in der Oberliga und freue mich, heute den Tino Lessmann vom FC Einheit Wernigerode und natürlich unseren Trainer Martin Hausmann zu begrüßen. Der Tino Lessmann vertritt heute den Frank Rosenthal, der eigentlich normalerweise hier sitzen würde, aber heute entsprechend nicht kann. Ich denke, wir haben hier heute ein sehr spannendes Spiel gesehen, das bis zur letzten Minute spannend war. Tino, vielleicht kannst du mal deine Einschätzung zum Spiel uns kundtun. Ja, also richtig gesagt, spannendes Spiel. Aus meiner Sicht auch ein sehr ausgeglichenes Spiel, sage ich mal, mit wenig Torchancen. Arnstadt hat das gut gemacht, haben sich taktisch gut hingestellt mit ihrem 4-1-4-1. Also da haben sie uns auch wirklich die Räume im Zentrum und auch auf außen, wo wir halt unsere Stärken haben. Und im Endeffekt sind wir mit dem Ziel auch hierher gefahren, einen Punkt zu holen. Das haben wir gemacht. Der Ausgleich ist natürlich extrem ärgerlich, wenn man in der 93. Minute den Ausgleich kriegt. Ja, okay, so ist Fußball. Ne? Hätten wir, sage ich mal, die Kontrachancen besser ausgespielt, hätten wir da vielleicht auch einen Zettel zu machen können. Aber im Großen und Ganzen, denke ich mal, war es ein gerechtes Unentschieden. Ja, vielen Dank. Martin, du, deine Einschätzung zum Spiel. Ja, uns war wichtig so ein bisschen die Art und Weise, gerade Gegenball aus dem Inter-Leipzig-Spiel mitzunehmen. Das haben die Jungs sehr, sehr gut gemacht. Gerade was Einstellung, Aggressivität, Zweikämpfe, auch ein Stück weit eklig sein. Das haben wir wirklich sehr, sehr gut verteidigt. Dann kommt so ein bisschen aus dem Nix, weil ich glaube auch, das war ein Stück auf Augenhöhe von beiden Mannschaften. Dann kommt aus dem Nix so ein toller Schuss vom Gegner, der reingeht und auch da muss ich auch wieder der Mannschaft ein großes Kompliment machen, die da alles nochmal versucht haben und halt ich glaube, ja, klar zu stehen, dass es jetzt nicht schön ist, in der letzten Minute in Tor zu kriegen, aber ja, für uns freuen wir uns natürlich sehr drüber. Ich glaube, es ist auch gerecht oder verdient, aber im Endeffekt ist es für uns ein Punktgewinn, der erste Punktgewinn zu Hause gegen den Gegner, der oben steht. Von daher freuen wir uns sehr drüber und fahren nächsten. Ja, vielen Dank. Von der Presse begrüße ich ganz herzlich den René Röder von der Thüringer Allgemeinen. René, deine Frage. Ich habe gesehen, du hast dir mehrere aufgeschrieben, bin ich schon mal sehr froh. Wie haben Sie die Tore, beide Trainer, die Tore, also die Gegentore im Grunde gesehen, waren die vermeidbar? Ich sag mal, sicherlich haben wir den Zugriff auf die rechte Seite gehabt, wo das Tor dann von Bo geflankt wurde. Hatten wir gerade noch mal ein bisschen ausgewertet, war kein richtiger Zugriff von zwei Spielern. Das aber auch, sage ich mal, auch denke ich mal, an den Kraftverhältnissen lag, dass keiner mehr richtig zugreifen konnte. Und in der Mitte, muss ich Ihnen ehrlich sagen, ist, denke ich mal, mehr oder glücklich der Ball durchgerutscht. Und da stand natürlich von Arnstedt, der einer holt richtig. Darf nicht passieren, ist jetzt passiert und von daher. 1-1. Das Gegentor, ich glaube Vincent war es, der es im ersten Moment gut löst, aber ja, da merkt man halt dann auch noch den Unterschied, dass in der Oberliga ein bisschen schneller geht und ein bisschen anders nochmal zur Sache. Du musst halt dann, hast nicht 2-3 Sekunden Zeit, du hast vielleicht nur noch einen Moment, wo du eine klare Aktion spielst, dann verliert er, glaube den Ball und dann, weiß ich nicht, 30, 40 Meter, was da war, schießt der Spieler direkt, was er sehr, sehr gut macht. Ja, optimal stand, aber so eine Dinger kannst du dann, das ist halt manchmal so, gerade auch Wernigerode, wenn du oben stehst, dann hast du so ein Momentum und dann gehen vielleicht auch so eine Dinger mal rein. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass wir uns am Ende auch mit dem Punkt ganz einfach noch belohnt haben, wo Vincent toll geflankt hat. Und da sieht man, das sagt man immer wieder, wie wichtig die Besetzung des langen Pfosten ist, was Silvano so ein bisschen Intus hat oder was seine Position ist. Und dann haben wir am Ende macht das. Ja, weitere Fragen. Wie würden Sie die ersten Spiele einschätzen? Also von der Verbandsliga in die Oberliga aufzusteigen, ist ja ein großer Schritt. Allein wenn man das Tempo sieht, wie schätzen Sie das jetzt ein? Sie haben einen super Start gehabt. Das ist ja wirklich ein super Start gehabt. Hatten es auch letztes Jahr gut. Es war nur auf 10 Spieltage begrenzt. Letztes Jahr die Verbandsliga-Saison. Und von daher haben wir uns auch der Aufgabe angenommen, in der Oberliga zu spielen. Und ich denke mal, wir haben das die ersten Spiele sehr, sehr, sehr gut gemacht. Teilweise, ich will nicht sagen, dass wir die Gegner teilweise an der Wand gespielt haben, aber es war schon, sage
sage ich mal, vieles auch, sage ich mal, eine Situation, wie Martin das schon gesagt hat, kann man ein Spiel entscheiden. Und das war in zwei, drei Spielen so, wo wir halt in den entscheidenden Situationen da waren. Und wir sind, so wie wir gestartet sind, ist natürlich optimal. Und wir wollen jetzt fleißig Punkte sammeln, um schnell die 40 Punkte zu erreichen. Und dann ist das Ziel, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, bei 5 oder 6 Absteigern den Klassenerhalt zu erreichen, denke ich mal, ist wertvoll für die Stadt und für den Verein ein großes Erlebnis, wenn wir nächstes Jahr dann wieder nach oben spielen. Ja, vielen Dank. Martin, deine Einschätzung dazu? Ja, der Stadt war ganz okay, bis wie schon gesagt, Ergebnisse von den zwei Auswärtsspielen. Ich glaube, da muss man kein Hellseher sein, dass es nicht schön ist, wenn du dreimal auswärts so 6 oder 7 Dinger kriegst, ganz einfach. Das hat uns nochmal aufgezeigt, was fehlt, um in der Oberliga bestehen zu können, ganz einfach. Aber dann muss ich auch den Jungs wieder ein Kompliment machen, was sie dann die letzten 3-4 Wochen gemacht haben, oder die Reaktion ganz einfach darauf. Spielst du lokal zu 0, auch wenn es nicht schön war, aber du bist weitergekommen zu 0, dann spielst du bei Inter Leipzig. Eine spielstarke Mannschaft ist, vielleicht auch mit einem Quäntchen Glück, aber mit einem verdienten Quäntchen Glück ganz einfach zu 0 und holst dann 3 Punkte. Ja, das hätte hier heute auch 0-0 ausgehen können, aber dann auch wieder Moral, dass du da nochmal versuchst und machst und nimmst den Punkt hier mit. Das ist wichtig, das war gut, aber das müssen wir auch definitiv beibehalten. Du darfst jetzt nicht weniger machen, gerade gegen Ball. Du musst weiter fleißig und eklig bleiben und dann werden wir auch weiter unsere Punkte. Ja, vielen Dank. Gibt es denn noch weitere Fragen? Hast du die nächste Aufgabe? Trotzdem jetzt 4 Punkte aus 2 Spielen geholt, erster Heimpunkt. Geht es jetzt so weit, dass der Knoten geplatzt, oder? Das hoffen wir und wünschen uns natürlich alle. Nein, es wird, ich würde glaube, also definitiv ein gleich schweres Spiel. Ich glaube, es wird aber auch ein anderes Spiel, weil der Gegner natürlich viele junge Leute, viele spielerische Typen drin hat, ganz einfach, wo wir uns auswärts wieder beweisen wollen, wo wir was mitnehmen wollen, wo wir ähnliches Spiel vielleicht wie in der Leipzig, nur dass jener nochmal offensiv eine ganz andere Qualität hat oder die auf den Platz ganz einfach bringt. Deswegen wird es für uns eine große Aufgabe, aber da freuen wir uns drauf. Ein Freitagabendspiel, ein Flutlichtspiel und da wollen wir ganz einfach auch wieder zeigen, dass wir da was mitnehmen können und zu Recht in der Oberliga spielen. Gibt es da personelle Probleme oder irgendwas, was schon angedeutet wurde? Kommt das in Messingen zurück? Ich glaube, Jena fehlt da noch, das weiß ich gar nicht so genau, aber das ist ja immer mal wieder, dass eben beruflich, privat, dann verletzungsmäßig immer mal der eine oder andere fehlt. Ich glaube, das ist das erste Spiel, glaube ich, noch nicht wirklich, dass wir sagen, okay, wir haben alle 23, 24 Spieler, die im Kader sind, mit an Bord, oder wir haben die Qual der Wahl, wir kommen jetzt wieder hin, da freue ich mich sehr. Max Mocker ist jetzt wieder soweit, Philipp Kerali ist jetzt wieder soweit. Marco Busch hat heute schon seinen Einsatz gekriegt, Polo ist seit 2 Wochen soweit. Deswegen, das tut uns natürlich gut, das tut den Jungs gut, weil wir einen gewissen Konkurrenzkampf haben. Und du hast natürlich dann auch eine größere Breite im Kader, wo du da auch mal ein bisschen variieren kannst. Und das sind wir insgesamt ganz einfach auf einem wieder besseren Weg, ganz einfach. Ja, gibt es denn noch weitere Fragen? Was? Das ist bei Ihnen bald, was sind Sie jetzt als nächstes? Wir haben am Sonntag Rudolstadt. Und die haben heute auch gewonnen, ne? Ja, wir haben 1 gegen Sandersdorf gewonnen. Ja. Und es ist jetzt eins noch von 4 weiteren Auswärtsspielen, also ist schon das Pensum jetzt auswärts. Die Spiele werden nicht einfacher. Rudolstadt schätze ich auch sehr, sehr stark ein. Und von daher versuchen wir, was wir jetzt mitnehmen können, dann nehmen wir mit. Und heute wollten wir auch einen Punkt holen. War, wie gesagt, auch verdientes Unentschieden. Und gucken nächste Woche dann. Kern auch noch, denke ich mal, 1-2 Spieler zurück. Müssen wir mal gucken die Woche. Und dann fahren wir da wieder mit einem Ziel am Sonntag nach Rudolstadt. Wir haben ja eine englische Woche, die spielen am Mittwoch. Wir machen Roda. Auch ein Vorteil. Ne? Haben Sie auch mit dem Mittwoch nichts zu tun? Nee, wir haben die Woche frei. Okay. Spielfrei. Gut, vielen Dank. Dann wünsche ich halt beiden Trainern natürlich viel Erfolg weiterhin für die Saison. Dass die Mannschaft gesund bleibt, ist ganz wichtig. Dass die Corona uns nicht trifft, ist auch, glaube ich, ganz wichtig. Nicht, dass alles wieder durcheinander gebracht wird. Und uns allen ein schönes Wochenende. Wir haben in Arnstadt heute Stadtherbstfest. Und da geht so ein bisschen hoffentlich der Beat ab.
lasst es euch alle gut gehen und einen schönen Nachmittag, ein schönes Wochenende. Danke.